Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die FDP schlägt vor, eine Landesgesellschaft zu gründen, die sich um Planung, Bau und Betrieb von Eisenbahnstrecken in Hessen kümmert. Eisenbahn ist eigentlich per Grundgesetz Bundesaufgabe, während sich die Kommunen etwa um Straßenbahn zu kümmern haben. Aber es ist ja so, dass die Grenzen jetzt auch schon teilweise verschwimmen, etwa bei der Regiotram Kassel oder der Regionaltangente West um Frankfurt, wo teils Eisenbahn- und teils Stadtbahnstrecken genutzt werden. Und zum anderen hat der Bund und die Deutsche Bahn mit ihren Bundesverkehrswegeplan natürlich einen Fokus auf den Fernverkehr und wenig Interesse etwa an der Reaktivierung von Strecken für den hessischen Regionalverkehr. Also, und da muss ich die FDP vielleicht jetzt ein wenig enttäuschen, die Gründung einer Stelle in Hessen, die die Kompetenzen für Planung, Bau und Betrieb von Bahnstrecken bündelt, finde ich grundsätzlich gar keine schlechte Idee. Solche Gesellschaften gibt es ja auch anderswo, etwa in Niedersachsen. Und hier in Hessen gibt es die RTW-Planungsgesellschaft, aber natürlich auch den Kommunalverkehrsverband Hochtaunus, der seit 30 Jahren erfolgreich die Infrastruktur der Taunusbahn betreibt. Aber auch um die FDP etwas zu beruhigen, natürlich haben wir im Gesetzentwurf auch was auszusetzen. Aus den Zeilen gerade des Vorblattes trieft natürlich die FDP-typische Privat-vor-Staat-Logik. Warum eine solche Landesgesellschaft zwingend privatrechtlich organisiert sein soll, erschließt sich uns nicht. Im Gegenteil, die Erfahrungen mit GmbHs wie etwa dem RMV zeigen doch irgendwie, dass es sich um eine demokratiefeindliche Blackbox handelt. Wir hatten gerade versucht, diese Box etwas auszuleuchten. Wir wollten in einer kleinen Anfrage wissen, wie es zu der Entscheidung hinsichtlich der Preiserhöhung im RMV gekommen ist. Und ich zitiere mal aus der Antwort unserer Anfrage. Da heißt es, die Veröffentlichung des Abstimmungsverhaltens im Aufsichtsrat der Verkehrsverbünde würde einen Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht des § 52 Absatz 1 GmbH-Gesetz in Verbindung mit 116 Absatz 2 Aktiengesetz begründen. Eine Beantwortung der Fragen ist daher aus Rechtsgründen ausgeschlossen. Das mag so sein, aber spricht eben dafür, dass man es so organisieren muss, dass solche Entscheidungen transparent für die Bevölkerung sein müssen. Und das ist offensichtlich dann eben bei solchen Konstruktionen nicht der Fall. Das ist demokratiefeindlich. Und jeder versteckt sich hinter dem anderen, wenn eben solche Entscheidungen dann gefällt werden. Und ja, das erschwert die politische Debatte. Kompetenz beim Land schaffen, ja. Zuständigkeiten bündeln und Kommunen entlasten, ja. Aber es ist für uns fraglich, ob das als GmbH geschehen muss oder nicht besser im Rahmen einer öffentlichen Struktur geschehen sollte. Meine Damen und Herren, Reaktivierung und Neubau von Bahnstrecken sind nötig. Es ist selbstverständlich, dass das Land große Kapazitäten für den Straßenbau bereithält. Warum also nicht auch für die Schiene? Das ist sehr sinnvoll, damit wir beim Ausbau der Schiene Dampf machen können. Denn eines ist für uns unstrittig, Klima- und Verkehrswende erfordern attraktive Alternativen zum eigenen Auto und das nicht irgendwann, sondern schnell. Und wenn wir die Verkehrswende wollen, dann brauchen wir Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken. Und wir brauchen auch Neubauten, etwa beim Ring um Frankfurt, für den die RTW ja hoffentlich den Anfang macht. Und die Schiene muss das Rückgrat der Verkehrswende sein, denn sie ist viel leistungsstärker als Busse und auch beliebter. Wo immer eine Buslinie auf eine Schienenverbindung umgestellt wird, steigen die Fahrgastzahlen. Und wer neu an einen Ort zieht und ein attraktives Bahnangebot für seine Alltagswege vorfindet, der wird im Optimalfall gar nicht erst seine Mobilitätsgewohnheiten am Auto ausrichten. Ja, deswegen, wir wollen es ja ändern. Ich plädiere für den Ausbau. Die Kapazitäten im Ballungsraum und auf den Pendlerstrecken müssen erhöht werden. Und auf dem Land muss ein modernes, lassen Sie doch die Vorurteile, sonst liegen Sie ja auch nicht richtig. Also,
Die Kapazitäten im Ballungsraum und auf den Pendlerstrecken müssen erhöht werden. Und auf dem Land muss ein modernes ÖPNV-Angebot aufgebaut werden, das diesen Namen auch verdient. Das heißt, es muss mehr sein als ein Notstandsangebot für Schülerinnen und Schüler und Seniorinnen und Senioren. Potenzial gibt es genug. In Hessen wurden seit 1960 170 Eisenbahnstrecken stillgelegt. Nicht alle sind reaktivierbar. Manche wurden bebaut, andere führen weit an Dörfern vorbei. Aber viele wären es eben doch. Und notwendig ist eine Wende zur Flächenbahn. Niemand sollte so weit vom nächsten Bahnhof entfernt sein, sondern man muss die Bahnhöfe leicht erreichen können. Das dient auch unter anderem der Anbindung des Fernverkehrs. Was nutzen uns Schnellzüge zwischen den Metropolen, wenn die Zeit auf dem letzten Kilometer wieder verloren geht, weil die Anschlüsse im Nahverkehr so schlecht sind? Ein visionäres Projekt wäre etwa die Regiotram Mittelhessen. Die Idee einer Reaktivierung der stillgelegten Bahnstrecken der Region und das im Zusammenspiel mit dem Neu- bzw. Wiederaufbau von Straßenbahnen in Gießen, Wetzlar und Marburg. Natürlich gäbe es auch im konventionellen Eisenbahnbetrieb mit relativ wenig Aufwand viel zu schaffen. Der Anschluss der Gerst-Prenztal-Bahn nach Groß-Biberau am Rand des Odenwaldes oder die Umtalbahn böten sich hier geradezu an. Die Ahrtalbahn nach Bad Schwalbach und die Kanonenbahn nach Homberg-Efze würden die beiden letzten Kreisstädte ohne Schienenanschluss anbinden. Es gibt viele Menschen in Hessen, die sich hier ehrenamtlich mit guten Ideen und Taten engagieren. Teilweise haben sich ganze Vereine für ihre Bahnstrecke gegründet, wie bei der Lundatalbahn. Das zeigt, dass Bahnstrecken auch Herzenssache sind oder, wie die FDP sagen würde, ein Image- und Standortfaktor für einen Ort. Das Rad ist groß und kann nicht alleine von den Landkreisen als Aufgabenträger gedreht werden. Hier muss das Land unterstützen und wo gewünscht auch die Federführung übernehmen. An Zuständigkeiten sollte das beim richtigen Willen nicht scheitern. Wir wollen Hessen, wir wollen Deutschland zum Bahnland machen. Wir wollen Kurzstrecken und Inlandsflüge durch attraktive Alternativen überflüssig und unrentabel machen. Wir wollen aber auch den Menschen in der Fläche des Landes eine attraktive Alternative zum Auto anbieten. Wir wollen das nicht nur angesichts der ökologischen und sozialen Herausforderungen, sondern wir müssen es. Und daher zusammengefasst, ich habe schon Schlimmeres von der FDP als diesen Gesetzentwurf gesehen. Die Bündelung von Kompetenzen für Landes- und Schieneninfrastruktur erscheint sinnvoll. Ob das wirklich eine GmbH sein muss oder nicht, auch bei Hessenmobil angesiedelt werden könnte oder anders öffentlich aufgestellt werden kann, darüber würden wir uns gerne in der Anhörung unterhalten. Und auch hier nochmal für unsere Freundinnen und Freunde von der FDP, selbst wenn es denn keine GmbH wird, wenn es doch öffentlich ist, auch im Kapitalismus gibt es öffentliche Unternehmungen. Also das ist machbar. Es ist noch kein Kommunismus. Da gibt es noch Grauwerte dazwischen. Herzlichen Dank.